Hi, ich bin's mal wieder, Marc, und ich möchte heute mit euch ein Thema besprechen und auch gerne eure Meinung dazu hören, was jetzt im Winter sehr relevant ist, aber eigentlich auch das ganze Jahr. Es geht um die mobilen Rampen. Also ihr kennt MTB Hopper, die ich früher mal hatte, jetzt die von BikeLex, die ist einfach ein bisschen günstiger und auch gut faltbar, man kann man als Rucksack auf den Rücken nehmen. Und ja, die sind ja jetzt nicht neu, aber ich frage mich so ein bisschen, sind die wirklich jetzt in die Verbreitung gegangen? Also haben die sich gut verkauft? Waren viele Leute, die benutzen die? Oder ist es vielleicht nur so ein Hype gewesen und eigentlich haben viele gar keinen Bock oder Interesse an diesen mobilen Rampen? Und man kann sich die Frage stellen, wie sinnvoll sind die eigentlich? Und ich wollte es aus mehreren Perspektiven beleuchten. Und zwar natürlich als Fahrtechniktrainer ist es ganz klar, dass es super ist. Je nachdem, wie groß die Bikeschule ist, welche Locations man hat, kann man natürlich eine MTB-mobile Rampe super nutzen. Und für Sprungkurse, für Kids-Trainings, für Vereinstrainings, wie auch immer, es gibt viele Möglichkeiten. Man braucht halt einfach nur einen kleinen Wiesenhang oder sowas, wo man reinspringen kann. Und da kann man sich super rantasten. Und es gibt auch verschiedene Größen bei den Rampen. Also da haben die Hersteller echt gut was im Angebot. Und wenn ich jetzt mal mein jugendliches Ich quasi von damals, ich würde auch sagen, boah, schade, dass es die damals nicht gab, als ich so Teenager war. Und das war so, ja, um ab 2001, wo ich angefangen habe, immer viele Sprünge zu machen. Und dann haben wir uns immer selber so sehr gefährliche Konstruktionen gebaut, mit irgendwelchen Brettern aufeinander gelegt, um irgendwie noch mehr abzuspringen. Und da wäre natürlich so eine mobile Rampe super gewesen. Auch wenn wir die Sessions in den Städten gemacht haben, die Street Sessions. Also aus der Sicht auch super. Und ja, und jetzt die Frage jetzt für mich, die Hauptzielgruppe von Mountainbike-Fahrtechnik-Schulen, von Mountainbike-Fahrtechnik-YouTube-Kanälen sind ja meistens Männer und Frauen von 30 bis 60, meistens eher ein bisschen im älteren Bereich, die Wiedereinstieg hatten zum Mountainbike oder Neueinstieg, viele auch mit dem eMTB und die dann merken, boah, ich habe immer mehr Bock an den Herausforderungen. Und mir reicht es nicht einfach nur immer schmale Wege zu fahren. Ich will ein bisschen springen, ich will ein bisschen hopsen können, ich will Flowtrails genießen. Ich will aber auch ein bisschen aktiver sein und nicht nur immer so passiver Pilot. Und da merken wir halt, die müssten eigentlich viel mehr das Springen üben. Aber die können nur einmal am Wochenende in den Bikepark fahren oder in irgendeinem Spot in der Nähe, wo Sprünge sind. Und dann üben die viel zu wenig. Und haben dann irgendein Muster, womit sie sich ja, arrangieren können, dass sie dann irgendwie über die Sprünge kommen, mal schlecht, mal recht oder mal okay, mal aber dann wieder nicht so gut. Aber sie müssten eigentlich eine Möglichkeit haben, viel zu üben. Und da ist natürlich so eine mobile Rampe super. Also deswegen von mir Daumen hoch und ich würde sagen, gerade dass man die auch als Rucksack mitnehmen kann und wenn man eMTB hat, könnte man sich ja auch ja, das irgendwie vielleicht den Anhänger reinmachen und dann mit der ganzen Truppe losziehen und dann immer schöne Spots aufsuchen, wo man dann die Rampe hinstellen kann und man kann die immer weiter wegstellen, man kann immer weiter springen. Also, das ist echt super. Und wer jetzt sagt, okay, aber die sind einfach zu teuer, dann würde ich sagen, ja, wenn du mega Basteltalent bist, dann bau dir selber eine, aber eine zu bauen, die so gut faltbar ist und dann noch auf dem Rücken tragbar ist, ich glaube, das ist dann echt schon sehr, sehr schwierig. Deswegen sind die schon sehr gut. Aber wenn ihr mehrere Leute seid, ihr seid, wir sind fünf Kumpels und wir treffen uns ab und zu und fahren zusammen Bikepark mit dem E-Mountainbike oder mit dem Bike, dann könnt ihr alle zusammenlegen. Und dann ist es gar nicht mehr so teuer, ne? Deswegen, also, ich habe jetzt hier kommen noch Tipps von Marvin und mir, was ihr daran üben könnt. Noch ein paar kleine, ja, Visualisierungen von den mobilen Rampen. Und wir haben jetzt bei Regenwetter leider gefilmt. Aber ich denke mal, die Aufnahmen sind was geworden. Für die nächsten Themen, da müsst ihr noch abwarten. Es verändert sich jetzt was im Kanal. Und ich bin ganz gespannt und freue mich. Und jetzt erst nochmal Inspiration, mobile Rampen. Schreibt mal in die Kommentare,
Würdet ihr so ein Ding kaufen? Habt ihr so ein Ding? Wenn ihr es nicht kaufen wollt, ist es einfach zu teuer oder seht ihr da keinen Sinn drin? Was sind eure Erfahrungen mit den mobilen Rampen? Ich bin mal ganz gespannt. Schreibt es bitte in die Kommentare. Und wenn ihr Bock habt auf die Sachen, die jetzt im Kanal kommen, und wir machen ja seit 10 Jahren Fahrtechnik-Videos und es kommt jetzt wieder mehr, dann lasst ein Abo da oder aktiviert die Glocke. Ja, ich bin ganz gespannt und freue mich. Bis dann. Ciao. Wir sind heute wieder mit Tricks und Sprüngen dabei und wir haben die mobile Rampe. Das ist die MTB Hopper Light wieder. Und ja, jetzt geht es um zwei Themen, die eigentlich miteinander sehr verbunden sind. Das eine nennt man Air Awareness, das sagen die Amerikaner. Es ist schwer, das zu übersetzen, das Luftbewusstsein quasi. Also das Gefühl, man ist in der Luft und man macht etwas. Man ist proaktiv und nicht einfach Passagier und geht wieder mit in die Landung mit dem Bike, sondern man fängt an, sich auf dem Rad zu bewegen, was nachher sehr gut ist für die Sicherheit und natürlich, zweites Thema, sehr gut ist für den Style. Also, dass ihr anfangt, das Lenkrad einzuschlagen, den Körper zu bewegen, nach hinten zu gucken, zur Seite zu gucken, Zunge rauszustrecken in die Kamera, so Geschichten und das dann weiter zu steigern. Wenn man so ein bisschen gestylt hat, wo kann man dann noch drauf? Welchen Trick kann man noch machen? Tabletop. Tabletop. Übrigens, nicht verwechseln, das machen nämlich ganz viele. Tabletop ist der Trick. Zeig einmal. Wenn man das Rad so schräg legt, genau. Und ein Table ist ein Sprung, wo es oben Plateau ist, bis die Landung kommt. Im Vergleich zum Double, wo in der Mitte eine Lücke ist. Weil viele sagen nämlich zu diesen Tables auch Tabletop. Also ich weiß auch nicht. Tabletop heißt der Trick, ja? Gut, wir wollen nicht klugscheißen. Jetzt ein paar Tipps für die Tricks. Ja, liebe Leute. Also, ich habe jetzt mal das schicke Dirtbike. Superman von Marvin. Ich habe gar nicht mehr so eins, sondern mein ganz altes, weil ich früher auch Dirtbike gefahren bin. Also charakteristisch klein, wendig, 26 Zoll, sehr hart, viel Luftdruck, harte Federung, eine Bremse, Single Speed, viel Stahl dran, damit stabil ist und gut für Dirt Jump oder für Pump Tracks. Genau, sehr puristisch, sehr, sehr gut. Und das nehmen wir jetzt heute hier als Beispiel. Wenn ihr jetzt höhere Drops habt, Gaps habt im Bikepark. Also ich wohne ja beim Bikepark Winterberg, da hat man mal so einen Punkt. Die kleinen Drops, die macht man bumm und dann die größeren steigert man sich, aber man merkt, man ist jetzt länger in der Luft. Man will dieses Gefühl haben, ich bin aber immer noch Herr der Lage oder Frau der Lage, je nachdem, und will sich bewegen. Dass man halt merkt, man ist proaktiv zentral über dem Bike. Man fängt an, das Vorderrad einzuschlagen, man fängt an zu gucken, sich zu drehen, zu gucken, wie reagiert das Fahrrad auf diese Bewegung. Sieht natürlich auch gut aus. Und es soll eure Sicherheit steigern. Also, dann könnt ihr nämlich das schon beim Medienimpuls ein bisschen machen. Bevor ihr ein bisschen einschlagen. Einfach, dann habt ihr ein sehr akkurates Timing. Ihr könnt auch schon sagen, wenn das Vorderrad oben ist, so ein bisschen den Kopf bewegen. Also ein bisschen Faxen machen, ja. Das ist auf jeden Fall schon mal cool. Macht auch Spaß, wieder ein bisschen spielerisches Element. Das ist immer gut beim Lernen. Und ja, ist auf jeden Fall gut für die Air Awareness. Gut, das wird der nächste Schritt. Liebe Leute, ihr sucht euch einen Sprung, wenn ihr zu Hause einen habt. Ihr kennt eine mobile Rampe, die MTB Hopper, ist super. Die könnt ihr einfach vor jeder Schräge hinstellen, immer weiter wegziehen zum Beispiel. Sonst die hauseigenen Sprünge. Am Anfang an der Bordsteinkante, dann sich langsam steigern, wo euch wohlfühlt. Und dann macht ihr das mal während der Luft, während der Sprungphase. Und ihr werdet merken, zum Beispiel, wenn man das Vorderrad ein bisschen einschlägt, dass das Rad so ein bisschen hinten sich bewegt. Das ist aber normal und richtig und da muss man sich auch dran gewöhnen. Und intuitiv wird man das auch wieder ausgleichen, dass man nicht total schräg landet oder so. Einfach wichtig, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Und dann merkt ihr, jetzt seid ihr auf einmal Herr der Lage. Und ich mache diese Übung zum Beispiel, bevor ich höhere Drops mache. Ich verlinke mal das Drop-Video, hohe Drops wagen, wo ich halt den hohen Drop ins Slopestyle springe. Wo ich auch wusste, ich bin so lange in der Luft, wenn ich jetzt kein Feeling habe für ja, diese lange Flugphase, dann fühle ich mich unsicher und habe auch Schiss, dass ich irgendwie einfriere, verkrampfe. Das kennt ihr, der legendäre Dead Sailor, der tote Matrose. Und deswegen mache ich das dann zum Warmmachen. Und das mache ich jetzt mal hier mit dem Dirtbike. Funktioniert aber auch mit jedem anderen Bike. Thank you.
So, liebe Leute, der Marvin zeigt euch jetzt, wie ihr euch Step by Step an das Thema Tabletop herantastet, also das Rad ein bisschen flacher legen. Genau, das seht ihr jetzt schon schön. Mit der einen Hand kann man halt das Rad nach unten ziehen, das will die hier, und mit dem ein bisschen hochziehen und die eine Hand auch ein bisschen öffnen, je nachdem, wie flach man das Bike legt. Ihr seht es jetzt hier von vorne, dass es schon recht flach liegt. Genau, manche legen sich fast das Vorderrad an die Schulter, aber das machen dann nur die absoluten Profis. Und ja, dann ist wieder die Frage, welche Seite passt euch mehr? Der Shoulder Buzzer. Zu welcher Seite mögt ihr es mehr? Und da müsst ihr ein bisschen rumprobieren. Und das ist natürlich ein Trick, den könnt ihr wirklich Step by Step. Erstmal so ganz klein bisschen schräg legen, dann immer mehr. Und jetzt schaut mal auf die Beine, dass man dann nachher auch die Beinarbeit gut nutzt, sich halt mit dem Bike verdreht und im Spike eingespannt ist. Genau. Und das macht auf jeden Fall was her. Und Marvin zeigt euch jetzt mal, wie man das im Sprung hier mit der MTB Hopper Rampe dann anfängt umzusetzen. Also, er zeigt euch jetzt mal ein, wo er sich anpasst. Also, das Bike schräg gelegt. Achtet darauf, dass ihr natürlich erstmal klein anfangt, weil ihr müsst immer noch mit einberechnen, dass man das Brett vor der Landung wieder richtig gerade hat. Das macht man auch intuitiv, deswegen Schritt für Schritt. So, jetzt ein bisschen mehr schräg legen. So, jetzt von der Seite aufgenommen. Er nimmt Schwung und dann sauber. Also ihr könnt das Ganze auch mal mit dem Handy filmen. Ich mache das auch mal. Und ja, ihr habt gesehen, er hat sich schön hoch rausgezogen. Also gut aktiv abgesprungen im Vergleich zu mir eben. Ich war immer eher so ein bisschen flacher gesprungen. Bei dem Sprung braucht Tabletop-Trick, braucht ihr mehr Zeit in der Luft. Deswegen macht es Sinn, dann noch sich höher abzudrücken. Filmt es mit dem Handy und guckt euch an, ob es wirklich so aussieht, wie es sich anfühlt. Man muss ein bisschen gelenkig dafür sein, um sein Rad schön schräg zu legen. Und es, ja, dann würde ich sagen, danke dir, Marvin. Gerne. Er hat das schön vorgemacht und mir ein paar Tipps gegeben, die ich dann an euch weitergeben konnte. Ich mache selber so ein bisschen Tabletop, ja, wie soll man sagen, ich deute es auch so ein bisschen an, aber bei so richtig großen Sprüngen, wo ich mehr Zeit hätte, das zu machen, dann traue ich mich auch nicht ganz. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter und ja, man muss nicht mal alles können, aber wenn man es können will, dann kann man üben und dann schafft man es auch. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video. Danke dir, Marvin, nochmal. Ciao. Heute keinen. Ja, ja.